Hallo, heute mache ich Lachsfilet mit Paprika, Parmesan und der Oregano kommt noch mit rein. Da kommen dazu Kartoffelchen und ein grüner Salat mit Tomate und Gurke. Zu der Sache brauche ich 600 Gramm Kartoffelchen, eine rote Paprika, die ist hier ganz nebenan. Dann brauche ich den Oregano, dazu brauche ich dann die Pistazien 50 Gramm und Semmelbrösel. Dann brauche ich frisch geriebenen Parmesan, Olivenöl, dann brauche ich die Lachsfilet, die liegen ja in der Mitte. Dann habe ich hellen Balsamico, dann habe ich Honig, Kirschtomaten und grünen Romana-Salat, Salz und Pfeffer. So, ich mache jetzt die Haube für den Lachs, dazu habe ich 50 Gramm Pistazien, Oregano, Semmelbrösel, Parmesan und die Paprika. Das Ganze werde ich jetzt mischen mit Olivenöl, Salz und Pfeffer. Ich mische jetzt die ganzen Zutaten. Im Anschluss mache ich dann gleich das Olivenöl drüber und würze das Ganze mit Salz und Pfeffer. Machen wir Salz dazu. Gut, den Lachs habe ich jetzt von zwei Seiten oder von beiden Seiten gesalzen und gepfeffert und jetzt kommt die Haube drauf. So, die Kräuterkruste ist jetzt auf den Lachs drauf. Das wird jetzt bei 200 Grad 20 bis 25 Minuten im Backofen fertig gebraten. So, ihr Lieben, ich mache jetzt die Salatsoße. Dazu brauche ich einen Teelöffel Honig. Einen Moment, bis der runterfließt. Dann brauche ich Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Olivenöl rein. So, Salatsoße ist fertig. So, ich hatte euch ja schon gesagt, ich habe jetzt die Kruste aufgebracht. Das kommt jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, so circa 20 bis 25 Minuten in den Backofen. Ich habe den Teller schon mal vorbereitet mit dem Salat. Jetzt werde ich als nächstes den Lachs rausnehmen. Oh, das sieht lecker aus. Und jetzt kommen noch ein paar Bratkartoffelchen dazu. Wir haben Drillingskartoffelchen erst gekocht und dann gebraten. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert oder einen Daumen nach oben. Bis dann. Tschüss.